Willkommen bei Glaubenskompass. Um Ehe und Familie geht es heute wieder in unserer Sendung, zu der ich wieder herzlich Weihbischof Marian Eleganti aus der Schweiz begrüße. Grüß Gott, Exzellenz. Grüß Gott. Herr Weihbischof, wir haben in der vergangenen Sendung schon über die Ehe gesprochen, über die Familie und auch darüber, dass das Verständnis der Kirche von Ehe doch oft fernab ist von der Lebensrealität. Ich nenne mal das Stichwort Scheidungen. In Deutschland ist es so, dass seit Mitte der 90er Jahre eigentlich 40-50% der Ehen geschieden werden. Wenn man das mal vergleicht mit den 60er Jahren, da waren es nur 10%. Das ist doch schon ein deutlicher Abstieg. Wo liegen eigentlich die Gründe dafür, dass heute so viele Ehen geschieden werden? Ja, also die Jugend hat nach wie vor die Sehnsucht nach einer stabilen Familie. Der Wert der Familie steht ganz hoch bei jungen Menschen. Und ich glaube, dass doch jedes Paar eigentlich eine dauerhafte Liebe wünscht. Vielleicht gibt man zu schnell auf, verliert zu schnell den Mut. Und wir sind in einer Kultur, die sehr individualistisch ist. Jeder sucht sein Glück und probiert die Dinge aus in Projekten und Lebensabschnitten. Und wenn sie ihm das nicht mehr geben, was er sich davon erwartet, sucht er sich das Glück anderswo, wieder neu. Und wir haben nicht mehr so diese Kultur der Selbstvergessenheit, über sich hinauswachsen, etwas durchtragen, treu bleiben und nicht nur auf den Gefühlen bauen, nicht nur auf dem Erlebnis, auf dem, was es mir eben bringt, sondern von einer höheren Warte aus, dass ich auch ein Ziel habe, einen tieferen Sinn, einen Auftrag, dem ich treu bleiben muss, den ich durchhalten soll. Und dann fehlt vielleicht die Bindung an Gott, der eben doch eine große Quelle ist, um in solchen Belastungen standzuhalten. Genau, werden wir da mal konkret, denn die Statistiken sagen das ja auch, dass auch junge Menschen heute noch Familie wollen, dass sie Treue sehr hoch halten, dass sie sich nach einer dauerhaften Partnerschaft sehnen. Wo wäre denn da der Ansatz für eine seelsorgliche Arbeit der Kirche, die dann auch Früchte tragen kann? Ich glaube, man muss die Menschen lernen, dass sie nicht nur auf die eigenen Kräfte bauen und nicht nur auf die eigenen Möglichkeiten. Es geht nicht ohne die Beziehung zu Gott. Es geht nicht ohne dieses tiefere Geheimnis zu entdecken, dass wir für etwas Größeres geschaffen sind, dass wir im Grunde genommen in einem Dialog stehen mit dem verborgenen Gott, ob wir es wollen oder nicht. Dieser Anruf kommt in jedem Gewissen immer wieder. Jeder Mensch beschäftigt sich mit dieser Frage, gibt es einen Gott? Ich habe den Auftrag, die Wahrheit zu suchen, den Dingen auf den Grund zu gehen, auch der Liebe, meine Lebensweisen, meine Werte zu hinterfragen und vor allem meinem eigenen Egoismus gegenüber kritisch mich einzustellen, weil der macht mich letztlich unglücklich. Aber jetzt ganz konkret, jeder kennt das ja, Durststrecken in der Ehe. Wie kann man sie überwinden? Es braucht sicher gute Freunde. Wenn der religiöse Kontext nicht da ist und diese Ressource sozusagen wegfällt, dass ich auch beten kann, dass ich Gott fragen kann, dass ich mich an Gott wenden kann, hilf mir, gib mir die rechten Einsichten. Wenn das wegfällt, dann braucht es umso mehr gute Freunde, die auch für eine Beziehung kämpfen. Ein Paar kann sich nicht selbst sozusagen am eigenen Schopf aus der Not herausziehen. Es braucht ein drittes Element, das die Eigendynamik
des Paares, die auch das Paar überfordert, die konfliktmäßig. Es braucht da ein drittes Element, eine Begleitung, professionelle Beratung, aber auch gute Freunde oder auch erfahrene Paare, die einem jüngeren Paar Mut machen und ihm helfen und sagen, steht das durch, gebt nicht so schnell auf. Und es gibt da wirklich verschiedenste Maßnahmen, die man treffen kann. Auch einmal eine zeitliche Trennung, damit wieder ein bisschen Ruhe in die Beziehung kommt. Aber mit dem Versprechen, diese Trennung ist ein Baustein, dass wir uns wieder finden. Es ist nicht der erste Schritt hinaus aus der Beziehung. Das muss garantiert begleitet werden. Mhm. Und dann kann man auch kämpfen und für eine Liebe kämpfen. Also auch ein Plädoyer, dass ein Christ Gemeinschaft suchen sollte, nicht nur auf seinen eigenen Hausstand beschränkt ist. Vielleicht daran anhängend die Frage, ja, ein Christ, er wird ja auch gebildet, langsam durch die Eltern, durch die Schule. Müsste man nicht auch da ansetzen? Was tut die Kirche da? Ich denke schon, es braucht geistliche Väter und geistliche Mütter. Es braucht Menschen, die eine Gotteserfahrung mitbringen, die schon einen Weg gegangen sind, die auch Fehler gemacht haben, die durch Fehler geläutet, gereinigt und auch wissender, erfahrener worden sind. Und die diese Gotteserfahrung und die Gotteserkenntnis, die sie in sich tragen, die sie weiter